Die nehmen wir. So, Zucchini-Zeit. Was macht man aber mit solchen Mengen? Diese Frage hatte ich auf meiner Facebook-Seite, ne? Halt auch Björn, mein Garten und ich, letztens. Und ich habe gesagt, oh, da gibt es viele Sachen. Hat noch einige ein paar Rezepte drunter geschrieben. Ich habe dann aber drunter geschrieben, dass ich halt Zucchini-Salat mache, den man auch schön haltbar machen kann. Habe ich halt gesagt, ich mache euch da ein Video zu. Das ist jetzt das Video heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bereite das Ganze mal vor. Wir sehen uns nach dem Vorspann, da das Ganze ist hier heute ein bisschen länger. Bis gleich! Also bevor die Frage kommt, ja, das ist eine hellgrüne Sorte Zucchinis. Die haben wir im Urlaub in der Türkei immer gegessen und die ist total toll. Die hat eine unheimlich dünne Schale, darum schäle ich sie auch nicht. Die man sonst so zu kaufen kriegt, die schäle ich immer, weil da doch die Schale sehr dick ist. Bei diesen hier sieht man ja, die ist relativ dünn und nachher im Salat, das merkt man gar nicht. Von daher kann man die dran lassen. So, was habe ich gemacht? Ich habe die erstmal ausgehöhlt, habe das Gehäuse rausgenommen, weil die Samen und sowas, das muss man da nicht drin haben. Und habe sie mir jetzt gefittet. Jetzt kommt hier wieder mein Hobel. Und jetzt hobel ich diese ganze Zucchini einfach erstmal so schön fertig. Das geht mit dem hier unheimlich schnell. Muss man auch aufpassen, dass man sich die Finger nicht schneidet. Habe ich auch schon alles geschafft. Aber wenn der Schmerz nachlässt, ist das schon mal ganz gut. So. Das Ganze sieht dann nachher so aus. Das kommt hier alles schön zusammen in eine Schale. Und damit Ihnen das nicht zu langweilig wird, kennen Sie das ja, ich mache das fertig und wir sehen uns danach wieder, ne? So, fertig. Jetzt habe ich hier gut, diese große haben Sie ja gesehen, und noch eine kleine mit reingemacht. Ich sag mal, für unseren Verbrauch reicht das locker. Können Sie ja sehen hier, das ist schon eine unheimliche Menge, um den jetzt ein wenig Wasser zu entziehen, weil Zucchinis haben bekanntlicherweise sehr viel Wasser. Streuen wir da jetzt einmal ordentlich Salz drüber. So. Eine noch. Sind ungefähr so 25 Gramm auf die Menge, die wir da haben. Sollte gut hinkommen. So, das Ganze durchmengen wir jetzt einmal. So. Das lassen wir jetzt gut 3 Stunden stehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Rest, was noch dazugehört. Paprika schneiden, Zwiebeln schneiden und den Sud hierfür ansetzen. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Geht alles ganz schnell. Machen wir gleich. Ich stelle den nur mal eben zur Seite. Bis gleich. Weil ich brauche jetzt hier gleich meinen 2-Plattenkocher. Alles immer noch, wie gesagt, so ein bisschen provisorisch hier, aber wir arbeiten ja dran. So, wir kommen mal zu den Paprika. Die Paprika sollen nachher mit in den Salat rein. Und da die natürlich nach Möglichkeit nicht viel größer sein sollten als die Zucchinis, oder wie gerne auch gesagt wird, Zucchinis, ne? Gibt es auch so einige, die das sagen, mache ich die jetzt schon mal fertig. So, eigentlich ganz easy. Und zwar schneide ich die in dünne Streifen. Die haben wir ausnahmsweise nicht aus unserem Garten.
Wir haben dieses Jahr nur gelbe Spitzpaprika. Hätte ich auch nehmen können. Wäre auch gut gewesen. Aber ich dachte rot, weil Zucchini sieht doch schon besser aus. So, dann teile ich die nochmal so ins Drittel. Und schon habe ich hier so ein Häufchen, die nachher gut mit hineinpassen. Meine Gläser, die habe ich hier hinten stehen, sind so kleine gemütliche. Ich dachte mir, da kann man nichts falsch machen. So ein kleines Glas, das schafft man immer mal. Übrigens, dieser Zucchini-Salat schmeckt unheimlich gut zu gegrilltem Fleisch. Oder halt auch einfach nur mal so abends. Scheibe Brot, wunderbar. Das kann man alles machen, wie man möchte. So, Sie sehen, Paprika schneiden, einfache Geschichte eigentlich. Geht schnell. Da war ich jetzt ein bisschen gröber am Werk. Aber das passt schon. So, das gleiche machen wir mit Zwiebeln. Da allerdings bin ich dann doch ein bisschen bequemer, weil ich die auch gerne dünn haben möchte, wie die Zucchini. Dann nehme ich wieder meinen Schnippler hier. Und dann geht das ganz schnell. Nur wieder aufpassen, bitte. Zack. Paprika nehme ich insgesamt 2. Zwiebeln ganze 3. Die muss ich allerdings so nachher auseinanderfummeln. Dann nehme ich mir jetzt meine großen Schalen hier unten. Es kommt alles da rein. Und das vermenge ich miteinander. Ich mache das nicht mit in die Zucchinis mit rein, weil, wie gesagt, die sind ja im Moment im Salzsud, wie ich so schön sagen könnte. So, ein bisschen auseinandernehmen. Das vermengen wir. Und nachher, wenn wir die Zucchinis abgespült haben, weil es ist dann doch ein bisschen zu viel Salz, ordentlich nochmal mit Wasser abgespült haben, kommt das mit rein, vermengen das und dann füllen wir das in die Gläser. Aber das sehen Sie gleich, wenn ich hiermit fertig bin. Bis gleich. Alles klar, Schiff, alles klar, alles da. Wunderbar. So, da sind wir wieder. Ich habe mal aufgeräumt. Jetzt kommen wir mal zu unserem Sud. Ich habe hier 500 Milliliter Apfelessig. Den nehmen wir. Gießen den da ganz brav rein. Und dann anderthalb Liter Wasser. Mehr braucht es nicht. Ich bin mal froh, dass hier genau anderthalb Liter reinpassen. So. Das Ganze kochen wir einmal auf. Ist ja nicht so schwierig. Das kriegen wir hin. Aber gewürzetechnisch kommt da noch was rein. So 20, 30 Pfefferkörner. Senfkörner. Da. Von denen kann es ruhig ein bisschen mehr sein. So. Froschenmalz. Lorbeerblätter. Mag ich besonders gerne. Komm mal so 4 rein oder 5. Aber ruhig 5. So. Geht weiter. Piment. Piment. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist immer so. Ich habe ganz oft die Fragen, woher weißt du diese Mengen? Ich weiß die Mengen nicht. Ich mache das einfach so, wie ich das denke, wie ich das gerne mag. Und dementsprechend kommt das durchaus schon mal vor, dass meine Geschmacksrichtungen hier so ein bisschen variieren. So, jetzt haben wir Curry. Curry kann eine ordentliche Prise mit rein. Das soll ja auch ein bisschen gut schmecken. Kurkuma für die Farbe. Brauchen wir nicht ganz so viel von. Und ich liebe Paprikapulver. Also dementsprechend Paprikapulver. Also riechen tut es schon sehr gut.
So. Jetzt kommt hier mein kleiner Quirl. Und jetzt rühren wir das Ganze durch. Sie können ja mal reinschauen. Sieht schon gut aus, ne? So. Und da wir gesagt haben, süß-sauer, fehlt uns natürlich der Zucker. Machen wir nicht ganz so viel. 4 Esslöffel dürfte reichen. So. Und schon ist unser Sud eigentlich fertig. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen, dann abkühlen. Und dann sollten eigentlich unsere Zucchini-Scheiben soweit fertig sein. Hoffen wir mal. Hallo, da sind wir wieder. So 3 Stunden später. Die Zucchini hat unheimlich gut Wasser gezogen durch das Salz. Das können Sie da unten sehen. Nee? Jetzt ganz einfache Geschichte. Ich habe hier jetzt sehr viel Wasser. Und da wasche ich die Zucchinis jetzt einmal durch. So, richtig schön. Gegebenenfalls können Sie das auch zweimal machen, weil ich habe ja jetzt das Salzwasser noch drin. Das heißt, jetzt nehme ich meinen Durchschlag, gehe gleich kurz mit nach draußen, gieße das einmal ab, hole mir nochmal Wasser, gieße das nochmal rüber, wasche das nochmal ordentlich ab, sodass wirklich nur wenig Salz drin ist, dass die Zucchini aber, und Sie sehen das, auch ein bisschen weich noch geworden ist und halt das Salz gut verliert. Bis gleich. Komm, put, 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 put. Schmeckt jetzt so ein bisschen wie Gurke. So, fertig. Einmal durchgewaschen. Und jetzt haben wir ja vorhin hier Paprika und Zwiebeln gehabt. Dieses Gemisch kommt da jetzt mit rein. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, ich stelle die Sachen immer so, dass Sie fast nichts mehr sehen können. Sorry, ich fange erst an damit, mit dem ganzen Videokram. Also irgendwann kriege ich das schon auf den Schirm. So, und jetzt schön durchmixen. Schauen Sie mal, sieht das nicht gut aus? So. Das gefällt mir echt gut. Und es riecht richtig gut. Theoretisch können Sie es jetzt auch so, wenn Sie möchten, frisch essen. Habe ich auch schon gemacht. Ist eben Geschmackssache. So, Gläser, heiß ausgespült, sauber gemacht und dann einfach befüllen. Schön voll. Zum Schluss mache ich die Ränder dann nochmal ordentlich sauber. So, sehen Sie? Ist ja genug von da. Und der Vorteil ist, man hat es für den ganzen Winter. Wie gesagt, schmeckt Bombe. Im Moment schmeckt so noch gut. Schmeckt halt Natur. Wenn aber der Currysud nachher drüber ist, göttlich. Ja, dass es jetzt hier auch weitergeht. So, das sind wir. Fertig. 12 ganze Gläser habe ich gekriegt. Naja, sagen wir mal 11,5. Das eine ist nicht ganz voll. Ränder habe ich schon schön sauber gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Sud, den wir vorhin gemacht haben. Ich habe hier, wie immer, eine Schale, ein Sieb drin und ein Küchenhandtuch. Das sind eigentlich immer ein und dieselben bei mir. Da gieße ich den Sud, jetzt mache ich es wieder verkehrt rum. Da gieße ich den Sud jetzt einmal durch. So, hat einfach den Effekt, sehen Sie gleich, dass ich mir das ganze Gedöns da drinne auffange. Nun ist es nicht das Thema, man kann ein paar Senfkörner, mag ich da gerne drin, aber
ich sag mal, so ein Pfefferkorn ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne möchte. Also mache ich das so. Ich hätte auch ein Teesieb nehmen können, also so ein Becherchen, hätte ich beinahe gesagt, so ein Beutelchen. Das wäre auch gegangen, aber ich mache das halt so. So, fertig. Zack. Und schon habe ich meinen fertigen Sud. Da ist er. Sieht doch sehr gut aus, ne? Muss man doch mal sagen. So, und den fülle ich jetzt ganz einfach in die Gläser. Wenn Sie es natürlich lieber mögen, dass da die Senfkörner oder sowas mit drinne sind, dann können Sie es auch ganz einfach machen. Dann setzen Sie den Sud an, nur komplett ohne die Kräuter, ohne alles, und geben die dann in die Gläser mit hinein. Ich mache das ohne. Das bleibt ja jedem selber überlassen. So. Schnell und einfach selbst gemacht, nicht? So, während ich jetzt die letzten Gläser fülle, zack, läuft es in den anderen Gläsern schon so ganz langsam nach unten durch. Und die Luftblasen kommen nach oben, sodass ich da gleich noch mal ein bisschen was nachkippen kann. Weil es muss halt gut bedeckt sein, ne? So, bei diesem halben sind wir mal großzügig, da kommt ein bisschen mehr drauf. So, und jetzt geht das hier bei denen noch einmal rum. Zack, überall noch mal so ein Schlückchen oben drauf. Sieht doch hervorragend aus, oder? So, das haben wir. Jetzt habe ich meine Deckelchen schön fest drauf. Und dann habe ich hier neben mir, da steht da wieder, meinen gutsten Einkochautomat. Der hat noch keinen Namen, also falls Ihnen da eine Idee kommt, einfach unten in die Kommentare. Die Gläser, nachdem ich sie verschlossen habe, gut verschlossen habe, stehen mir nach und nach im Weg, kommen dann jetzt in meinen Einkochautomaten. Ich habe im Einkochautomaten ein bisschen Wasser schon drin und ein bisschen Essig. Warum Essig? Aus dem einfachen Grund, wir haben ja sehr kalkhaltiges Wasser. Wenn ich das Wasser jetzt hier drinnen zum Kochen bringe, habe ich nachher das Problem, dass die Gläser sich so rau anfühlen. Also mache ich das ganz einfach. Essig mit rein. Das verhindert das Ganze. Und ich bin ein glücklicher Mensch. So. Wie gesagt, die stelle ich jetzt hier rein. Es werden auch zwei Lagen. Wir haben hier noch 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ja, dann machen wir es so. So ein bisschen wie Tetris spielen. Die dürfen sich auch nicht berühren, die Gläser. So. Jetzt können Sie ja mal reingucken. So. Und da stehen sie jetzt. Jetzt gieße ich noch Wasser hinein. Kaltes. So, wunderbar. Und
Und jetzt bringe ich das Gutste einfach zum Kochen auf 100 Grad und das Ganze so roundabout 10 Minuten nur. Das heißt, wenn ich ihn angeschaltet habe und er ist dann auf 100, dann erst die 10 Minuten, das reicht für die gutsten Gläser und dann sind die fertig. Lasse ich das Ganze bis morgen hier ganz in Ruhe stehen. Ja, und morgen hole ich sie dann raus und dann ist unser Salat fertig. Tja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte meiner Bekannten einen kleinen Tipp geben, was man noch so Schönes machen kann. Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, bis nächste Woche. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin.